Ronaldo und Real Madrid, eine Geschichte für die Ewigkeit. Doch heute geht es für ihn mit dem VfB Stuttgart in der Champions League gegen seine große Liebe. Und damit willkommen zurück zu Folge Nummer 3 der R9 Icon Spielerkarriere. Wir gehen wieder rein mit dem VfB Stuttgart und mit dem Brasilianer R9 Ronaldo 94er. Wir gehen rein in die Champions League. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Karrieremodus-Kanal. Lasst direkt zum Start einen Daumen nach oben da zum Supporten. Wir haben hier wieder ein paar Nachrichten vom guten Olli Koch. Der Boss hat es gerade schwer. Ich würde dir empfehlen, nichts dazu zu sagen, sonst machst du ihm das Leben nur noch schwerer. Okay, da müssen wir auf jeden Fall kämpfen für den guten Sebastian Hoeneß. Genaue Infos habe ich zwar keine, aber der Scout hat gesehen, was er sehen wollte. Arbeite weiter an deinem Spiel, mal sehen, was dann passiert. Ich melde mich bei dir. Ja, der Traum vom guten R9 Ronaldo ist natürlich, den VfB Stuttgart auch irgendwann mal zu verlassen. Da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Und der Mann hat natürlich auch die ein oder andere Empfehlung für uns. Spurs, Bournemouth, Inter, Werder Bremen. Okay. Werder Bremen wird aufmerksam auf R9. Es kracht. Und Mainz 05 auch. Also für einen Vertrag als bei Werder müssen wir uns da noch so ein bisschen reinfuchsen. Aber ja, zu Mainz könnte man fast schon wechseln. Aber ob das halt ein Fortschritt ist, von VfB zu Mainz oder Werder zu gehen, ja, sage ich auch als Werder-Fan, wahrscheinlich eher nicht. Der FC Barcelona ist immer noch interessant für R9, dadurch, dass wir hier schon fast alles erledigt haben. Wir müssen nur 11 Tore außerhalb des Strafraums erzielen. Ob wir das schaffen, ja, das weiß ich nicht. Aber wir geben natürlich alles. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die Zentrale. Dürftige Trainerleistung. Der Coach könnte bald vor dem Ausstehen. Okay, der Olli meinte eigentlich, dass man nichts dazu sagen soll. Gerüchte aus der Kabine. Sage in einem Post, dass die Mannschaft zwar alles gibt, aber dass es nicht immer einfach ist, die Taktik des Trainers zu verstehen. Da wird es ja völlig krachen. Hilf dem Trainer, betone, dass du bereit bist, alles zu geben, um dem Trainer zu helfen. Wir stehen hinter dem Boss, sage online, dass die Mannschaft hinter dem Trainer steht und an den Erfolg glaubt. Ja, würde ich sagen, machen wir das. Wir brauchen da jetzt keine Gerüchte streuen, wäre zwar lustig, aber lassen wir es lieber mal. Und damit sollte eigentlich gleich das Spiel anstehen gegen Real Madrid. Lies über deinen Lieblingsprofi. Eine Biografie, okay, machen wir. Wir bilden uns zum Start erstmal wieder ein bisschen fort und damit sollte das Spiel gegen Real Madrid feststehen. Eventuell haben wir vorher nochmal ein Training am Start. Da habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, ihr seid die Besten, dass ich nur Trainings simulieren kann, die ich bereits mit A abgeschlossen habe. Also die könnte ich jetzt rein theoretisch simulieren. Das hier aber nicht. Dementsprechend zocke ich das gleich selber. Ich würde sagen, wir ackern uns da jetzt einfach mal so ein bisschen durch, dass wir so jedes Training einmal mitnehmen. Ist wahrscheinlich so das Beste. Gerade so eine Schussübung würde ich eigentlich ganz gerne nochmal üben. Dementsprechend, wir gehen rein ins Training. Für euch ist es wahrscheinlich eher nicht sonderlich interessant. Deswegen, ich trainiere jetzt hier eine Runde mit dem guten R9 und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ding nur mit C abgeschlossen. Was hätte ich hier besser machen können? Check ich nicht. So, wenigstens die nächste Übung, absolut überragend abgeschlossen. Immerhin ein weiteres A nach Hause geholt. Ja gut, die letzte Übung mit einem B war jetzt so semi-erfolgreich, aber für heute passt es. Und damit sind wir ready für den Spieltag gegen Real Madrid. Natürlich der ganz große Verein auf der Liste von unserem R9 Ronaldo. Dementsprechend will der Mann sich hier natürlich auch irgendwo beweisen und ein Zeichen setzen, dass er zu Real Madrid möchte. Beziehungsweise kann er natürlich jetzt auf dem Feld nicht unbedingt zeigen, aber er kann sich dafür qualifizieren. Da sehen wir den guten Mbappé. Den Mann müssen wir jetzt auf jeden Fall überzeugen. Der hat jetzt die 9 bei Real Madrid und dementsprechend der R9 Ronaldo will sich die Nummer natürlich dann bei Real Madrid schnappen. Schauen wir mal, wie es klappt. Im Real Life hat sich der VfB richtig gut geschlagen gegen die Madrilenen. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir hier in FC 25 performen. Ja, Ronaldo macht das richtig gut. Schade, da war die erste Möglichkeit. Oh ja. Ronaldo mit dem 1:0. VfB Stuttgart führt in Madrid. Da macht er natürlich direkt auf sich aufmerksam. Macht er richtig, richtig gut. Der Mann hat ja auch den Trickster-Playstyle in Silber. Und damit kann man diese Fake-Shots ausführen, die unfassbar OP sind dieses Jahr. Ihr seht's hier. Einmal hier in die Mitte gezogen mit dem Fake-Shot und drin das Ding. Also der Skill ist wirklich unfassbar OP. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass EA den irgendwann fixen wird, dass der nicht mehr ganz so heftig ist.
Oh, 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 Mbappé kommt das erste Mal gefährlich vor unser Tor. Jungs, bitte, das ist nur Mbappé, das ist nur Mbappé, Nübel, bester Mann. Der macht da wirklich immer einen guten Job. Ich muss sagen, ohne Nübel wird es hier teilweise richtig übel aussehen. Das reimt sich sogar. Aber der Mann hält uns da so oft wirklich den Kasten sauber. Es ist der Wahnsinn. Und damit ist Halbzeit. Also von Real Madrid kommt bislang nicht super viel. Wir hatten jetzt aber auch nur, ja, sagen wir mal, eine Chance und die haben wir genutzt mit R9 Ronaldo. Vielleicht hatten wir auch zwei Schüsse. So ist es. Ist ein ausgeglichenes Game. Also da können wir auf jeden Fall absolut zufrieden mit sein. Irgendwie das Ding hier über die Bühne bringen, das wäre der Wahnsinn. Selbst ein Punktgewinn in Madrid wäre auf jeden Fall schon eine dicke Nummer, würde ich behaupten. Oh nein, Mbappé, Nübel ist wieder am Start. Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, wie soll ich überhaupt 11 Tore außerhalb des Strafraums erzielen? Ich sag's euch ehrlich, das ist super schwierig. Das brauchen wir für den Wechsel zum FC Barcelona. Aber ey, ohne Spaß, es ist super, super schwierig. Ja, spiel mich an, Junge. Ah, schade, R9 mit dem nächsten guten Versuch. Oh mein Gott, er schickt mich. Und jetzt mit dem Grüntype-Finish außerhalb des Strafraums. Wir schießen uns zum FC Barcelona. Die nächste Station in der Karriere von R9 Ronaldo, nachdem er ja bei PSW Gas gegeben hat. Jetzt ist er ja beim VfB Stuttgart gelandet. Aber der R9, der ist für Größeres bestimmt. Der Mann will natürlich auch mal zu einem größeren Verein wechseln. Und klar, wir sind noch nicht lange beim VfB. Wir werden wahrscheinlich auch noch die Saison hier durchhalten. Aber schon mal so ein bisschen Richtung nächster Wechsel gucken, ja, schadet nicht. Und damit endet das Spiel. 2:0 für den VfB Stuttgart. Doppelpack R9 in der 22. und 77. Minute. Was ein Auftritt von unserem brasilianischen Superstar. Und ich denke, dass Real Madrid spätestens jetzt den Mann auf dem Zettel hat. Natürlich wollen wir jetzt nicht direkt zu Real wechseln, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Performance und wir haben sogar uns noch die 10,0 nach Hause geholt. Also mit dem Auftritt bin ich mehr als zufrieden und ich bin gespannt, was die Presse dazu zu sagen hat. Also ich meine, ja, so ein Sieg, das VfB Stuttgart gegen Digger, das ist der Champions League-Sieger. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der FC Bayern München gewinnt derweil... Er verliert gegen Dynamo Zagreb 3:2. Sehr realistisch. Wirklich sehr realistisch. Digga, schon wieder dürftige Trainerleistung. What the... Bruder, was wollen die denn von dem Mann? Wir haben eine neue Nachricht vom Olli. Der Boss hat es gerade schwer. Digga, was hat der denn schwer? Wir haben gegen Real Madrid gewonnen. Oder ist... Also, das ist der Wahnsinn. So, wir sagen jetzt nochmal, dass wir hinter dem Coach stehen. Also, das ist ja wirklich mal dermaßen nicht gerechtfertigt. Das ist ja mal ganz, ganz großer Quatsch, Freunde. Nun gut, also, das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Und wir müssen jetzt hier noch unsere Spielerleistung einschätzen. Und ich würde sagen, wir klopfen uns mal wieder ganz klassisch selbst auf die Schulter. So kennen wir den Mann. So und nicht anders. Wir haben erneut eine Agenturnachricht vom Olli. Der Typ kann auch wirklich nur immer das Gleiche labern. Das ist crazy. Und damit steht das erste Bundesligaspiel an, oder? VfB Stuttgart gegen den BVB. Warte mal, ist es das erste? Das ist doch gar nicht das erste. Das ist heute, oder? Also, ich nehme das gerade am Sonntag auf und heute Abend spielt Stuttgart gegen den BVB. Haben wir in der Bundesliga schon gezockt? Tatsächlich waren schon 3 Spiele gemacht. 1 Sieg, 2 Unentschieden. Ja, kein Wunder steht der Mann auf der Abschussliste. Aber so schlecht war die Performance jetzt auch nicht. Also, beim besten Wille. Ich würde sagen, wir können mal wieder in die Aktivitäten reinschauen. Wir sind bei 822.000. Haben hier auf jeden Fall ein bisschen was zur Auswahl. Wir können mal wieder investieren oder uns was gönnen. Ich würde sagen, wir bauen dem Mann erstmal einen Swimmingpool. Das finde ich auf jeden Fall ganz nice. Dann machen wir was für unser Image. Spenden noch ein paar Schulen. Ein Elektroauto. Na, nee, das passt nicht. Das passt nicht zu dem Mann. Das muss nicht sein. Ein Acker kaufen? Weiß ich auch nicht. Ein Meisterwerk? Ein Sportwagen? Bro, wie denn sonst? Wirklich, wir geben natürlich jetzt fast unser ganzes Geld entspannt für einen Sportwagen aus. Das ist natürlich das Allerwichtigste für so einen Fußballer. Damit zwar keine Kohle mehr am Start, aber Hauptsache der Lambo ist dabei. Und ansonsten, ja, ist hier eigentlich alles beim Alten. Ich glaube, wir können hier nicht super viel auswählen tatsächlich. Das Ding ist halt einfach, bei der Icon-Spielerkarriere, ich finde es nach wie vor sehr, sehr lost, dass man da halt mit einer 94er
Karte reinstartet. Also das hätte man wirklich besser planen können. Ansonsten hier aktueller Vertrag. Okay, wir haben alles erledigt, wie es aussieht. Für den FC Barcelona müssen wir jetzt noch 10 weitere Buden machen. Ansonsten, ja, Werder Bremen. Die sind natürlich noch auf uns aufmerksam. Und für die könnten wir uns auch easy qualifizieren. Warte mal kurz. Wenn man da das umstellt, dann ändert sich das Ganze sogar. Ah, okay. Das bedeutet, wenn ich hier was umstelle, dann wird es auch schwieriger. Oh ja, oh. Wir können da ja viel mehr verdienen, müssen dafür aber auch viel mehr machen. Aber, ich sage euch ehrlich, erzielte Tore 80 ist halt einfacher als diese ganzen außerhalb des Strafraums-Dinger. Also im Laufe der Saison könnten wir uns dafür einen besseren Vertrag beim FC Barcelona definitiv qualifizieren. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Dann können wir da eventuell eher drauf gehen. Und damit ist es soweit, es kommt zum Spiel VfB Stuttgart gegen den BVB. Und wir haben hier wieder ein bisschen was. Eine neue Agentur-Nachricht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, mein Freund. Danke, Olli. Ich hasse dich. Spaß. Und Geburtstagsvorbereitung. Ein unvergesslicher Geburtstag. Mitspieler einladen. Party mit deinen Liebsten. Die schillerndste Party aller Zeiten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall die heftigste Party aller Zeiten rausknallen vor einem Spiel VfB Stuttgart gegen den BVB. Wenn der Trainer eh schon auf der Abschussliste steht, besser geht's nicht. Und damit simulieren wir das Training und da befolge ich jetzt mal eure Tipps und packe jetzt hier nur Sachen rein, die wir bereits mit A abgeschlossen haben. Die Frage ist, ist es gut, immer dasselbe zu simulieren oder ist es besser, wenn man ja, neue Sachen macht? Aber ja, damit haben wir jetzt hier auch überall wieder die Bestnote. Ah, okay, man verbessert dadurch halt genau diese Stats, die dann da vorgegeben sind. Also es ist schon auch gut, dann Neues mal ab und zu auszuprobieren. Aber nun gut, wir sind bereit für den Spieltag mit dem VfB Stuttgart gegen den BVB. Und ich würde sagen, das Spiel müssen wir auch wieder zocken, weil in der Bundesliga läuft es tatsächlich nicht so gut mit dem VfB Stuttgart. Dementsprechend da ein Sieg zu Hause gegen den BVB, das würde schon sehr, sehr gut reinknallen. Vamos, ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht und wie das Spiel dann im Real Life ausgeht. Ob man das irgendwie vergleichen kann? Wahrscheinlich nicht wirklich. Vor allem steht bei einem VfB im Real Life auch kein R9 vorne drin, sondern der deutsche R9, Dennis Undav, der hier irgendwie auch nie zum Einsatz kommt. Es ist immer nur Demirovic. Oh ja. R9 macht das super und wird von Nico Schlotterbeck von den Beinen geholt. Nico Schlotterbeck mit dem Bock. Also, ja, das Ding ist hier wohl doch realistischer, als man meint. Komm, gib mir die Kirsche. Ich will das Ding schießen. Ich schwöre, wenn jetzt irgendwie jemand anderes schießt, okay, wir bekommen den Ball. Und den müssen wir jetzt hier reinknallen. Rechts oben in den Winkel. Kobel, mach nicht diesen, Junge. Was ist das denn? Wir müssen echt so ein bisschen auch versuchen, die Weitschusstore anzugehen. Natürlich werde ich jetzt nicht in jedem Spiel nur noch außerhalb des Strafraums schießen, aber der Mann ist heiß auf den FC Barcelona. Deshalb, der Mann gibt hier definitiv Gas, was die Ziele angeht. Oh, oh, das sieht nicht gut aus, aber Nübel, auf den Mann ist so dermaßen Verlass. Oh ja, das sieht gut aus. Komm, setz dich durch. Er setzt sich durch. Da ist es, das 1:0. Nachdem er eben den Elfmeter verschossen hat, den hätte er absolut machen müssen, führen wir jetzt doch mit 1:0. Auch eine schöne Vorarbeit von Demirovic, muss ich sagen. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sauber, Jungs. Weiter so. Oh ja. Das ist auch gut gespielt. Mann, Mann, Mann. Hier muss es 2:0 stehen. Junge, Junge, Junge. Die gehen heute aber auch Vollgas drauf auf R9. Der Mann wird hier vom Platz gestellt. Hauptsache, der Landsmann will hier den R9 komplett auseinandernehmen. Kriegt völlig zu Recht die glattrote Karte. Was ist das denn? Ohne Witz, Mann. Wir können froh sein, dass wir uns nicht verletzt haben. Ohne Spaß, Mann. Nein. R9 arbeitet jetzt komplett nach hinten mit, obwohl es nicht sein Job ist. Aber ich will das Spiel jetzt hier nicht mehr aus der Hand geben. Ich vertraue der Abwehr nicht. Jungs, reißt euch zusammen da hinten. Komm, Bruder. R9, ist er drin? Nee, ist er anscheinend nicht. Boah, der kommt super. Oh, kommt, Jungs, mach die Kirsche rein, irgendjemand. Und das Spiel ist aus, wir gewinnen mit 1:0 gegen den BVB. Ganz, ganz wichtiger Sieg für den Sitz des Coaches, weil der sollte jetzt ein bisschen gefestigter sein. Nach einem Sieg in Madrid gegen Real und nach einem Heimsieg gegen den BVB. Also da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen mehr, weil den Mann würde ich nur ungern verlieren. Wir holen uns mal wieder den Man of the Match Pokal ab, so wie eigentlich immer. Also es gab, glaube ich, fast kein Spiel, wo das nicht passiert ist. Also was ist denn das?
sage online, dass, also die wollen den ja mit aller Gewalt raushaben, den Coach. Warum schon wieder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Der Boss hat es gerade schwer, aber warum? Wir performen so gut. Es ergibt Real Talk gar keinen Sinn, was hier gerade passiert. Wir können gleich mal die Tabelle anschauen. Wir sind auf jeden Fall mal wieder im Team der Woche am Start. Ich weiß nicht, was die gegen den Trainer haben. Beim besten Willen nicht. Wir haben jetzt aber das nächste Spiel am Start. Wir können jetzt hier auf Saison gehen und auf die Tabelle und wir sind Fünfter. Das ist vollkommen in Ordnung. Erster ist tatsächlich Bayer Leverkusen. Ja, ist jetzt keine große Überraschung. Wir haben einfach gegen den BVB gewonnen, die bislang jedes Spiel gewonnen haben. Also da kann man schon stolz drauf sein. So ist es nicht. Und ich würde sagen, das nächste Spiel gegen den VfL Wolfsburg, das werden wir simulieren. Wir springen zum Ergebnis. Bitte macht jetzt nicht, bitte macht jetzt nicht diesen. Komm schon. 4:1. 4:1 gegen den VfL Wolfsburg. Ronaldo mit einem Doppelpack. Überragend. Alter, ich glaube, ich muss öfter Spiele simulieren. Wir können ja sowieso nicht absolut die ganze Saison durchzocken. Er hat jetzt nicht alle Ziele ohne uns erreicht, aber alles in allem war das auf jeden Fall absolut stabil. Und damit steht das nächste Champions League Spiel an. Die Frage ist, hat R9 jetzt ohne mich einen Fernschuss reingeknallt? Warte mal, hier. Mein Agent. Okay, wir schauen mal rein. Ja, oder? Das war doch vorher auf einem Tor. Geil. Der hat einfach ohne uns ein Tor außerhalb des 16ers reingeballert. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Wenn wir das Gehalt noch pushen wollen. Ja, geht auf jeden Fall noch einiges. Ich sag's mal so. Star des Jahres Award gewinnen. Boah, das wird halt schwierig. Also uns bleibt eigentlich fast nichts anderes übrig, als höchstens das hier noch mitzunehmen. Wir kriegen das hin. Freunde, wir kriegen das definitiv hin. Wir sind zwar absolut zufrieden beim VfB Stuttgart, aber ich sehe mich da auch beim FC Barcelona. Und Freunde, zu Hause gegen Sparta Prag. Also bitte, das müssen die auch ohne mich gewinnen. Okay, es wird mal wieder was vorgeschlagen. Was hast du an Halloween so vor? Was hat sich der Club ausgedacht? Kein Plan, Digi. Wie wäre es mit einem Wechsel zu einem aufstrebenden Verein? Da scheint was Neues dabei zu sein. Bournemouth, Inter, Werder, Mainz und RB Leipzig. Ich bitte euch, auf keinen Fall. Wir wechseln nicht zu RB Leipzig. Beim besten Willen nicht. Muss nicht sein, nee. Muss wirklich nicht sein. Das lassen wir mal schön und kümmern uns lieber um Halloween. Und was machen wir da? Halloween Party des Teams, Benefiz Party. Verbringe Halloween im Gym. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, wir machen eine Halloween Benefiz Party. Da machen wir dann auch nochmal was Gutes. Das Ding ist aber, ich kann hier einfach gar nichts auswählen. Ach, verfügbar in 14 Tagen. Also die Männer denken ganz schön früh an Halloween. Das ist krass. So, nächstes Spiel steht an. Wir springen wieder zum Ergebnis. Ohne Spaß. Die können nicht 4:1 auswärts gegen Wolfsburg gewinnen, aber dann gegen Sparta Prag verlieren. Zu Hause 3:1. Ich fasse es nicht. Was ist das denn? Also ich würde fast sagen, Bruder muss los. Ey, da wackelt sogar unser Startelfplatz ein bisschen. Champions League Siege, Spiele werde ich in Zukunft wohl nicht mehr simulieren. Schwache Spielleistung. Danke für die Unterstützung. Verbessere dich weiter. Wir gehen auf die Kritiker ein und machen die fertig. Schade, Alter. Das war's komplett. Zwei neue Agenturnachrichten. Wie sieht's wieder mit dem Boss aus? Der ist mal wieder schwer. Profis sind auch nur Menschen. So ist es, mein Bester. Dürftige Trainerleistung. Alles klar. Da kracht's leider weiterhin. Und das Ganze ist auch erst wieder später verfügbar. Und damit sind wir, ich glaube, beim nächsten Bundesligaspiel. Und wir sind Star des Monats geworden. Das ist wichtig für den Wechsel zum FC Barcelona. Es geht hier ums Team. Danke deinen Fans. Da kommt noch einiges. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei den Fans. Die Fans sind es einfach. Die Fans stehen an der ersten Stelle. Neue E-Mail vom Trainer. Alles klar, es ist Länderspielpause. Mittelstädt und Rönnau sind nicht dabei. Zwei neue Agenturnachrichten. Passt. Das passt. Lass mich in Ruhe, Olli. Also der Olli nervt mich teilweise echt ein bisschen zu oft, zu sehr, muss ich sagen. Und damit steht das nächste Bundesligaspiel an. VfB gegen Hoffenheim werden wir auch simulieren. Ist jetzt nicht sonderlich interessantes Spiel. Endet am Ende des Tages aber nur mit 1:1, was halt auch echt nicht so gut ist, ne? Also so langsam wird es ein bisschen Quatsch hier. Wir liefern in der Liga nicht sonderlich ab und damit steht das nächste Spiel gegen den FC Bayern München an. Oh, das müssen wir auf jeden Fall nochmal zocken. So, wir haben hier aber noch ein paar neue Nachrichten. Neue E-Mail von Finn Dietrich. Wer war das nochmal? Ach, der Investitionstyp. Ey, Bruder, was sehe ich hier? Wir haben ins E-Sports-Team investiert. Minus 3000. Wir haben in einen Sportartikel investiert. Minus 70.
50.000. Was ist das denn, Junge? Hier sind wir noch am investieren in die Wohnimmobilie. Wir haben noch 340.000 zum Investieren. Restaurantkette reicht nicht ganz. Kleidungsmarke, Sportakademie. Ja, komm, wir probieren's. Wir probieren's. Der Mann investiert hier in sämtliche Sachen und nichts geht auf. Herrlich, wirklich herrlich. Wir gehen rein. Spieltag steht an. Der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Und die müssen wir jetzt wirklich rasieren. Junge, was haben die denn immer gegen R9? Ich werde hier in jedem Spiel komplett weggefetzt. Das ist der Wahnsinn. Und wieder von den Beinen geholt. Aber das ist eine sehr, sehr gute Position für einen Freistoß. Ich hoffe, der Mann hat sich nicht verletzt. Kyle Walker beim FC Bayern München haut hier den R9 mal wieder komplett weg. War das vielleicht sogar eine rote Karte? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, war leider nur gelb. Komm, Brudi, mach ihn rein. Das ist eine gute Position, aber weit drüber. Ja, R9, neuer Held. Oh ja, das sieht gut aus. Wir treffen nicht grün, sonst wäre der vielleicht drin gewesen. Oh oh, das sieht nicht gut aus, Musiala. Den macht er im Normalfall. Oh nein, das kann nicht sein. Was, der war drin? Harry Kane mit dem 1:0 in der 84. Was war das? Oh mein Gott, er war tatsächlich drin. Das kann nicht sein. Wir waren so gut hier drin. Und damit verlieren wir das Spiel gegen den FC Bayern mit 1:0 am Ende des Tages. Ich meine, es ist immer noch der FC Bayern und gerade in München ist es natürlich umso schwieriger zu gewinnen. Dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. R9 hatte auch echt gar kein schlechtes Spiel gemacht. Also mit dem Mann bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Aber wir sind jetzt auf der Auswechselbank, oder was? Junge, wir haben in den letzten Spielen einfach gar nicht mehr performt. Bruder, muss los. Derby-Niederlage. Eine enorme Enttäuschung für die Fans. Perfekt. Das war's komplett. Die Frage ist, bin ich im nächsten Spiel noch aufgestellt oder bin ich nicht mehr aufgestellt? Es steht das nächste Champions League Spiel an. Gegen Juventus Turin. Wir schauen mal rein. Spieltag? Tatsächlich nicht, ne? Wir haben verloren. Ah, nee. Ab der 58. werde ich eingewechselt. Alles klar. Und wir liegen 1:0 hinten. Freunde, wie das laufen wird, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video heute wieder gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles wieder und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.